Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Gardefeld Paradox mit mir, eurem Masterhof. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich mal sagen, nicht wahr? Wir töten hier jeden Gegner. Not yet. Oh, Mensch. Okay, ich habe scheinbar ein bisschen was verloren hier an Items, aber sonst nichts. Oh. Okay, ich glaube, der hat mich jetzt im Visier. Ich dich aber auch. Da. Oh, oh. Das war nicht so gut von dir, Lilie. Jetzt muss ich beide hitten. Oh, Lilie, du hast nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Okay. Ja. Verdammtes Glück, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Nimm das! Oh, hab nicht mehr viel Life. Da muss ich aufpassen. Ah, dich töte ich. Oh, oh. Ist da, ja, was jetzt? Töte ihn, genau. Glück für mich. Sehr gut. So. Sollte sie noch einmal nach Heilung fragen? Muss ich gerade ziemlich oft nutzen, wenn man mich fragt. Zum Glück hat er nicht getroffen. Und tot. Tja, noch ein Level up. Das erfreut mich natürlich. Ich zieh denn langsam mal hier alles bei ihr Outburst. Das ist doch gut. Naja. Mehr Waffen habe ich leider nicht. So. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hierher. Und holen uns einen Apfel, den wir auch gleich mal essen. Okay, und naja. Lass uns natürlich gleich mal hier ordentlich treffen. Liliel, was hast du nur gemacht? Ah, das war nicht gut. Ich hätte ja keine neue Ausrüstung geben sollen. Ja. Okay. Hm. Das sieht nicht so gut aus. Bin jetzt ziemlich, Nein! Wohl. Nein. Okay, was ist das hier eigentlich? Wow, zu dem Flur? Ja, da lassen wir uns noch mal hintreiben. Du hast Glück dieses Mal. Es scheint, dass es ein... sein was? Ein Schatz? Auf Bewahrungsraum. Geht, bekommen so viele Items wie möglich. Okay, das könnte ich gerade echt gebrauchen. Dann nehmen wir doch einfach Mega Bifi und essen den. So. Dann kann ich nämlich den gegen dieses Schwert austauschen. 1000 AP! Oh ja, das nehmen wir natürlich auf. Und verbrauchen... Naja. Und essen noch mal so einen, naja, oder machen den noch weg. Das brauche ich nicht. Samraisut. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Klingt jetzt nicht so toll. Aber wie hatten wir das? Wir haben auch Batwings alles voll. Kann jetzt nicht alles hier wegschmeißen, oder? 1000 HP ist einfach mächtig. Naja. So. Jetzt haben wir einen Samurai-Suit. Sieht man das jetzt? Ja, so, so halbwegs. Na, das brauche ich nicht. Ja.
Das war mal ein toller Raum, oder? Ja, dann gehen wir noch weiter. 7F, hä? Was können wir wegschmeißen? So doof. Was kann man wegschmeißen? Nichts. Es ist. Und du stirbst. So. Ja, hast dich wieder zu mir hingedreht, hä? Nimm das, du Kreatur. Jetzt ist er wieder. Ach, Mensch. Sehr verwirrend, ihr. Okay. Hier ist nichts weiter, wie es aussieht. Oh, das war nicht unbedingt geschickt. Bei so vielen Rittern. Was sind jetzt nochmal gebürstet? Okay, nimm das. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Ja, wir slashen ihn mal hier. Okay, ich denke, ich sollte ein Item nehmen. Dann nehmen wir so ein Ointment. Oh Mensch, okay, was machen wir jetzt? Wir machen nochmal hier. Und nochmal. Was haben wir bekommen jetzt? Battle Axe, juhu. Okay. Danke, ja, ja. Das brauchen wir immer. So. Ich fürchte, hier komme ich nicht weiter, aber es hat sich sehr gelohnt, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich darf ich das sagen. Das essen wir auch. So, ja, aufgewacht und gleich gestorben. Das ist doch mal eine tolle Sache. So. Du bist nicht sehr stark mit deinem Speer, wenn ich das so sagen darf. So. Das ist ein Speer, nicht wahr? Kann ich natürlich trotz allem gebrauchen, aber. Frage ist, was schmeißt du denn weg? So einen Apfel kann ich für später auch gebrauchen. Naja, egal. Dann können wir uns nämlich wieder ausrüsten, sofern da irgendwas passiert. So würde ich sagen. Kriegen wir ziemlich viel Schaden. Und kommen hier nicht hin. Hä? Nein, hier komme ich irgendwie nicht hin. WTF, wo muss ich denn dann lang? Wo bin ich denn jetzt? Hier. Okay. Haha. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Okay. Ja, wir essen das. Okay, dann weiß ich jetzt wohin. Nehme ich hier runter. Und dich töten wir. So, und dich auch. Sehe ich das richtig, dass ich den jetzt... Nee. Warte, was macht das nochmal? Ach so, ja. Können wir noch einmal so hitten? Ja, wo ist das Ding denn jetzt? Warte. Hast du nicht mitgerechnet, hä? Das ist die Verfolge. Die geben ziemlich viel immer. An Zeugs. Ja, ich denke, wir können zum nächsten Flur losmarschieren. Was ist das? Wow. Das nenne ich mal einen harten Gegner.
Oh, wartet. Der haut mich wieder weg hier. Wow. 140 Damage, hä? Und das. Warte, das ist eine Handachse wieder. Möchte jetzt aber nichts wegschmeißen, was ich schon. Naja, brauchen wir den unbedingt? Nee. Da finde ich doch Dings hier besser. Oh mein Gott, das ist mir zu gefährlich da unten. Ich weiß, wir sollten trainieren und so, aber. Nein, dann brauchen wir gerade nicht, obwohl. Nein, nein, wir haben jetzt genug Waffen, um voranzuschreiten. So. Essen wir natürlich. Sehr schön. Okay. Immer schön dem Scheiß hier ausweichen. Naja. Noch bin ich nicht ganz fertig hier. Aber wenn ich das unten da ausweichen möchte, aber das bedeutet ja nicht, dass ich allem ausweichen möchte. Genau. So, nimm das. Das macht auch schon Damage. Nicht so viel Damage wie anderes Zeugs, aber naja, mein. Das mit dem Schlamm war natürlich sehr effektiv gegen die hier. So. Ich schätze, wir können hier aber weiter. Und dann noch eins voranschreiten. Ja. Wir gehen hier jetzt zum Ende. Nächster Flur, ja. Danke. Okay. Aha. Und nochmal. So. Naja, machen wir nochmal. Haben wir nicht genug Dings? Danke. Ja, stirb. Na. Mist, Kerl. Okay. Wir brauchen 30. Oh, das Ding kriegt aber davon keinen Schaden. Okay. Ja, haben wir wieder getötet. Das gibt immer schön GP. Die Kreaturen machen einen quasi reich. Das essen wir mal kurz. Dafür haben wir jetzt Heilung bekommen. Das sollten wir den Typen, sollten wir jetzt töten können, ja. Sehr gut. Also seht ihr, ich habe schon Level 16 hier. Und trotzdem machen mir die Gegner sehr viele Probleme. Naja, wir müssen jetzt hier irgendwie hin. Oh ja. Das scheint mir ein großes Problem zu sein. Ich werde hier sterben. Okay. Werde hier sicher sterben. Darum mache ich mal den besten Zug, den ich machen kann. Ja, danke. Ja, danke. Das war mir zu gefährlich. Das tut mir sehr leid, aber WTF, habt ihr das gesehen, wie viele mich umzingelt haben? Und das war ein Weg, den ich gehen musste. Es gab keinen Ausweg da. Aber so ist es am besten. Jetzt können wir uns nochmal dick hier beim Blacksmith bedienen. Ja. Wir könnten. Warte mal. Ich dachte, das war jetzt mittlerweile frei. Items zu verstärken, die im Burst-Modus sind. Oder wo mache ich das?
Also das ist nur, hä? Oh Mensch, okay. Nein, nein. Komisch, ich dachte, wir wären jetzt so weit, dass wir auch unsere Items verstecken dürften. Hat sie zumindest mir mal beigebracht. Ach so, das wäre... Okay, verstanden. Ah, Mensch. So. Okay. Engel hat aber auch. Sehr gut. Haben wir auch genug Geld für alles? Ja, scheint so. Also, das ist eine gute Sache hier gerade. Was ist alles hier? Oh, noch mehr hier, natürlich. Okay. Los, immer schön boosten alles. Ja, dann haben wir doch alles. Dann gehen wir kurz ins Divinigramm. Oder Divinigramm, je nachdem. Und wir dürften jetzt ja neue Icons haben. Oh, ziemlich viele. So, ich mach mal wie immer. Verstärke, ach ja, wir könnten auch vorher mal ein paar anlocken. 4 von 20, okay. Möchte gerne hier weiter. Okay, wartet. Naja. Okay. So, ich möchte nämlich hier hinkommen. Beziehungsweise eigentlich war das ein Fehler. Muss hier die Dinger. Naja, egal. Bei ihr natürlich jetzt auch. Sie kann genauso ein paar anlocken. Hier auf 4 Dinger. Das zum Beispiel. Machen wir mal so. Das removen wir. Genau. Ja, das removen wir auch alles. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier alles. So. Ich weiß nicht, was soll man denn ihr noch geben? Death gehört auf jeden Fall mir. Naja. So machen wir das mal. Und dann platzieren wir ihr wieder das Arm ab. So. Dann hat sie da 13%. Was soll ich damit? Soll das nicht auch? Ich verstehe das gerade nicht, warte. Ach so, da. Okay, ich hab's kapiert. 6% und 14%. Das ist okay, oder? So, wir gehen jetzt zu Renja. Der hier auch ordentlich sein Zeugs boosten soll, also sich boosten soll. Strong Arm Gott. Ja, das will ich aber auch hier hoffen doch. Und hier auch ein bisschen Death. So, davon haben wir keine mehr, wie es aussieht. Und noch ein Hit-Teil. So. Damit haben wir jetzt einen sehr mächtigen Gott, oder? Ja, würde ich mal bauen. Ja, wir haben auch diese Körpermodifikation beendet. So. Jetzt versuchen wir mal, warte, möchte gerne einkaufen. Nochmal so ein Exit. Das war doch sehr nützlich, muss ich sagen. Das hat mir den Arsch gerettet. Oh ja. So, ich habe so viele Restore-Dinger. Das glaubt man gar nicht. Das noch nicht im Bo. Okay, die Frage ist. Organisieren, danke. So. Habe ich das ganze Zeug jetzt einfach mal hier mitnehmen soll, ist die Frage. 1000 AP, ich glaube, das behalte ich erstmal.
Ja, das sollte ich hier einpacken. Ja, das ist Giga Rose. Da, ah, das ist alles hier gleich reingekommen. Die brauche ich nicht so. Ich nehme das jetzt einfach so alles mit. Quip. Ja, der hat hier alles. Sehr gut. Und wir haben das hier. Mein dreimal Badwings brauche ich aber eigentlich nicht. Muss ich zugeben. Aber gleichermaßen. Ach so, ja, doch, behalten wir mal. Zwei davon sind okay. Da wir jeweils. Boah, behalten wir auch mal so. Obwohl. Egal, lassen wir erstmal. Wir haben nur eine. Ja. Machen wir so. Obwohl. Hauptsache, ich habe einen. Was hat sie jetzt? Auch Battle Axe und. Soll sich Spear weiternehmen? Das ist eigentlich so viel besser, oder? Dann hätten wir jetzt mal Battle und Head Axe und zweimal Longsword. Plus dreimal natürlich. Plus einmal random. Ja, das gefällt mir so deutlich besser. Und dann haben wir. Okay. Das hört sich doch sehr gut an. Da organisieren wir uns nochmal, haben ein paar Äpfel und ja, nicht mehr viel Zeug zu mitnehmen, aber wie viel Geld haben wir? Auch ziemlich viel. Ich denke, das belassen wir erstmal hierbei und wir gehen dann nächste Folge nochmal dahin und naja, versuchen unser Level auch schön zu erhöhen und so weiter und jo, schauen, was so abgeht. Ja. Nächste Folge reden wir auch mit den Leuten hier nochmal, die sagen jetzt nämlich auch was anderes, das freut mich nämlich. Dass ich hier die Chance habe, also nochmal ihre Meinung alle zu hören. Wir sehen uns also in der nächsten Folge, wenn wir mit den Leuten reden und dann weiter voranschreiten. Und alles töten, was uns von die Flinte kommt. Bis dann wünsche ich alles Gute, viel Spaß und ciao!